Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin wieder Avenger und ja, wir haben heute mal ein ganz anderes Thema. Es wird recht kurz eigentlich, weil es nur ein kleines Infovideo ist. Aber worum es genau geht, seht ihr gleich. Also, Intro ab und bis gleich. Mach die ab. Klopft was denn? Ja, wie schon gesagt, ein kleines Infovideo. Ich habe heute nicht so viel Zeit, weil meine Oma hat heute Geburtstag und so. Ich wollte jetzt einfach mal sagen, euch ist bestimmt schon aufgefallen, ich habe das Video jetzt nochmal hochgeladen. Das hat seinen speziellen Grund. Ich habe gestern gestreamt mit ein paar Kollegen, mit Predacos unter anderem. Ich mag mich war dabei und Hannibolle, Grüße gehen da nicht raus. Du hast mir wahrscheinlich jetzt die schönsten 3 Tage meines Lebens beschert. Ja, so viel dazu. Und ich hatte was vor. Ich wollte ein paar Streams löschen, ein paar alte, weil die waren ja nicht mehr so aktuell und ich wollte ja eventuell irgendwann mal wieder auf einen Let's Play Channel umsteigen. Dass man praktisch hier nur den Avenger Talk sieht und auf dem anderen Channel dann Let's Plays. Da könnt ihr übrigens auch mal ein Statement dazu abgeben. Hier oben mal eine kleine Abstimmung. Wollt ihr denn überhaupt einen Let's Play Channel oder ist es euch eigentlich völlig egal? Oder sagt ihr, hey, ich bin eh nur an Avenger Talk interessiert? Mach ruhig. Also wie schon gesagt, haut da oben mal, macht bei der Abstimmung einfach mit oder schreibt es einfach unten in die Kommentare, wenn das für euch leichter ist, dann weiß ich genau Bescheid und weiß, was ich zu tun habe. So, folgendermaßen, was jetzt wirklich passiert ist, ist, es war gestern, also beziehungsweise heute Morgen, ist ja heute Morgen passiert, um 3 Uhr hat man schon wieder oder 2, halb 3, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel Uhr das war. Ich war schon etwas müde und habe dann halt so meine Häkchen gesetzt bei den ganzen Streams zwischendurch. Sind ja dann meine ganzen Avenger Talks gewesen und Channel of the Weeks. Ja, irgendwie dann oben wollte ich auf Aktion drücken. Plötzlich war dann Haken bei allen gewesen. Also beziehungsweise da oben ist ja ein Haken, dass man dann wirklich alles markieren kann. Ja, und habe dann auf Löschen gedrückt. Hab's zu spät gesehen. So, jetzt hat er die komplette Seite, wo alle Videos drauf waren. Unter anderem das Drachenlord-Video, dann dieses Hater-Video, was ich jetzt hochgeladen habe und sämtliche Streams und ich glaube, ein Channel of the Week hat's mitgerissen. Also es waren jede Menge Videos dabei. Ey, ich habe heute Morgen fast einen Anfall gekriegt, deswegen. Ja, es ist halt echt blöd gelaufen. Deswegen heute Morgen der Re-Upload, wo ich dazu nochmal was hinzufügen möchte. Vielen, vielen Dank an die Hater da draußen, die wirklich so dämlich sind und mir so viel Stoff für meine Videos geben. Finde ich echt sensationell. Macht am besten einfach weiter damit, dann können wir das Format richtig gut weitermachen. Ja, weil auf dem Re-Upload haben sich ja schon wieder ein paar Hater gemeldet. Vielleicht bleiben sie sogar dabei. Und wenn sie mich nur abonnieren, damit sie das nächste Video hätten können, wäre mir eigentlich scheißegal. Umso mehr Leute, umso mehr Reichweite. Ihr wisst ja, wie ich meine. Auf jeden Fall, ja, das wollte ich eigentlich jetzt mal loswerden. Das war jetzt irgendwie, ich wollte damit keinem auf Schlitz reden. Predacus, zu dir übrigens. Ich wollte den Stream, den du dir anschauen wolltest. Du hast mir ja gleich geantwortet auf Teamspeak, Alter. Ja, hier von wegen den Stream wollte ich mal anschauen. Das war nicht mit Absicht. Wie schon gesagt, das waren sämtliche Häkchen. Ich wollte die löschen, die schon Monate alt sind, die sich eh keine Sau mehr angucken. Und ja, es ist halt jetzt echt blöd gelaufen. Wie schon gesagt, deswegen dieses kleine Infovideo. Dann wisst ihr Bescheid, dass das nicht irgendwie jetzt so ein aller Ape-Crime gewesen ist, ja. Zum Promoting-Aktion. Nein, auf gar keinen Fall. Das war wirklich unabsichtlich und die nächsten Videos werden dann auf jeden Fall wieder so wie gewohnt. Und wie schon gesagt, am Sonntag sehen wir uns auf jeden Fall wieder oder beim nächsten Stream. Ich habe jetzt dank dem Hannibolle habe ich jetzt einen neuen Teamspeak-Server. Der hat den für mich eingerichtet und sensationelles Dankeschön an dich. Ja, wie schon gesagt, also ich wünsche euch noch einen traumhaften Nachmittag. Je nachdem, wann ich das Video hochlade, weiß ich jetzt auch gar nicht. Und ja, wir sehen uns gleich in der Endcard. Ja, hier sind wir auch schon wieder in der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall, falls ihr neu dabei seid, vielleicht mal so durch Zufall angeklickt habt, einfach mal auf das letzte Video. Da seht ihr dann das Hater-Video, worauf ich gerade angesprochen habe. Und natürlich dann auch wieder, na, sag ich jetzt mal, mein Channel der Woche. Ich habe es zwar nicht angegeben, aber weil der Pascal halt mit mir dieses Time-Paradox-Video gedreht hat, wo dann am Sonntag auch wieder eine neue Folge rauskommt mit mir zusammen. Und ja, wie schon gesagt, schaut auf jeden Fall mal rein. Für die, die neu dabei sind, meine Fratze zum Abonnieren. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ist völlig umsonst und ja, erklärt eigentlich schon einiges oder alles oder wie auch immer. Ihr kennt euch ja ein bisschen aus. Ne? Es ist kostenfrei, ist völlig freiwillig. Also müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Und wie schon gesagt, immer schön in die Comments unten reinschreiben. Mein Song nicht vergessen. Tolerance, Respect und Loyalty, wie schon gesagt. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. See you next time. Euer Avenger, haut da rein. Bis dahin. Servus. Alter Schwede.